Hallo meine Lieben und frohes neues Jahr. Falls ihr meine anderen Videos noch nicht gesehen habt, hier auch nochmal ein frohes neues Jahr an euch. Kennt ihr das? Es ist Januar und alle Supermärkte, Sportfirmen, alle einfach haben Angebote im Sportbereich. Warum? Na, weil natürlich jeder sich im Januar denkt, boah, jetzt, dieses Jahr ziehe ich es durch abzunehmen. Auch ich gehöre dazu, dass ich dann immer sage, okay, passt auf, dann mache ich nochmal eine extra Session, wo ich durchziehen möchte, wo ich sage, ich setze mir neue Ziele. Letztes Jahr habe ich mir einfach als Ziel gesetzt, ich möchte unbedingt mehr Sport machen. Das habe ich geschafft, ich kann es also abhaken. Sport war immer für mich Thema. Mit kleinen Höhen und Tiefen, selbstverständlich, das bringt das Leben so mit sich. Und dieses Mal dachte ich mir, wieso sollte ich das nicht ausnutzen? Warum sollte ich denn jetzt diesen Hype, den es im Januar immer gibt, nicht ausnutzen für mein allgemeines Sportbefinden, für all meine sportlichen Sachen, die ich total gerne mag? Warum soll ich diese Angebote nicht jetzt kaufen, wo es sich gerade anbietet? Wie ihr wisst, mache ich gerade mein MyFitShape-Programm und das teste ich gerade 24 Tage lang und ich dachte mir so, ich habe die erste Woche so grandios gut abgenommen, wirklich so grandios. Und ich habe ja vor dem neuen Jahr angefangen, also auch vor diesen Angeboten und dachte mir so, hey, ich habe einen Gutschein bekommen zu Weihnachten, warum soll ich den jetzt nicht einlösen? Und habe mir natürlich mich mal ein bisschen selbst belohnt dafür, dass ich Sport durchgezogen habe, dass ich gesagt habe, ich ernähre mich jetzt gut. Und jetzt würde ich sagen, ich zeige euch mal das, was ich jetzt als Schnäppchen mir gekauft habe, jetzt im Januar. Teilweise sind die Sachen aktuell oder online erhältlich, gerade die Sachen, die ich von Lidl habe, wie jetzt zum Beispiel dieser Pullover, den kann man eigentlich ständig dort bestellen. Ich verlinke euch natürlich alle Sachen, die ich noch finde, in der Infobox unten. Ja, und ich würde sagen, wir fangen gleich mit diesem Oberteil an. Das ist ein Trainingsshirt, was ich allerdings mir auch gekauft habe, um es im Alltag tragen zu können, weil ich liebe Sportklamotten einfach unheimlich. Und da habe ich mir dieses hier, gut, ich stehe mal kurz auf, wartet. Und zwar sieht das so aus. Es hat hier so eine Taschen, super lässig, hat aber dadurch, dass hier die Nähte so sind, lässt es einen optisch schlanker wirken. Also ich finde es echt super schön und bequem. Und meine Mama hat sich das auch versucht zu kaufen. Und da muss ich gleich sagen, wenn ihr die Größe 48 aufwärts kauft, dann fallen die Sachen, also jetzt dieses Oberteil, leider kleiner aus. So, dann machen wir auch gleich weiter. Und zwar mit der passenden Hose dazu. Und zwar sieht die so aus. Ich ziehe sie jetzt nicht an, weil ist ja Quatsch, werdet ihr noch in meinen Trainingsvideos oder meinen Weekly-Vlogs sehen. Und zwar ist das diese hier, die passt eigentlich perfekt. Ich bin eigentlich nicht so Ton-in-Ton-Träger, was Sportklamotten angeht. Man hat hier hinten ein Zipperchen, um den Schlüssel reinzumachen oder die Fitnesskarte, was auch immer man da drin haben möchte. Sie hat hier noch an den Füßchen, hat sie hier so eine Extranaht, dass man nochmal so ein bisschen schmaleren Knöchel hat. Ich glaube, sie hatte sogar, ja, hier einen Reflektor dran. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt. Dass wenn man draußen Sport macht, dass wenn ein Auto hier anleuchtet, ihr kennt das ganze Prozedere. Und ich liebe, liebe, liebe diese Lidl-Hosen. Ich habe schon richtig, richtig viele. Ich trage teilweise zu Hause die Teile auch eben als Haushose, weil ich die so super bequem finde. Ich hätte mir hier allerdings gewünscht, dass dieses Bündchen hier, also dieses Graue auf der Seite, ein bisschen höher wäre. Das sind die nämlich bei den anderen Hosen. Aber für den Sport ist die echt super und ja, ich kaufe mir immer wieder bei Lidl diese Hosen. Ich finde die einfach klasse. Die hat jetzt übrigens 7,99 € gekostet und dieses T-Shirt, glaube ich, 8,99 €. Aber wie gesagt, die Links sind unten in der Infobox. Dann habe ich mir eine geholt, die ich auch im Alltag tragen möchte. Ich liebe sie. Ich habe sie heute auch zum Sport angehabt. Das ist diese hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hole es mal ganz kurz ran. Die hat hier so eine Optik, so eine Schlangenlederoptik, würde ich ein bisschen behaupten. Die hat ein breiteres Bündchen, die sitzt perfekt, ich liebe sie. Und die werde ich halt tatsächlich auch im Alltag tragen, also ja, ich liebe es einfach. Dann mit einer Sache, die, ja, wir machen jetzt einfach mal mit Puma weiter. Ich habe bei Puma was bestellt, weil es bei Puma ein mega, mega, mega Schnäppchen gab. Es gab Sale und auf diesen Sale oder auf alles andere auch 20% nochmal. Also ich habe da mega abgeräumt und hatte eben, wie gesagt, auch einen Gutschein. Und habe mir davon jetzt zwei Sport-BHs geholt. Und zwar einmal diesen hier. Das ist ein Sport-BH, logischerweise von Puma, in Pink, der für Cardio-Einheiten ist. Denn ich hatte das Problem, dass ich keinen Sport-BH hatte, der mich richtig stützt bei Cardio-Einheiten. Wenn ich joggen gehe, wenn ich Burpees mache, wenn ich springe. Also all diese Sachen, das hat mich einfach wahnsinnig genervt. Deswegen habe ich diese Trainingseinheiten nicht gerne gemacht. Aber der hier ist echt der Wahnsinn, denn er hat hinten,
Also einmal hier so Reflektoren, die ich jetzt nicht so notwendig finde, weil ich trage es drunter. Ich habe noch nicht den Körper, dass ich es zeigen könnte. Aber hier hinten ist ein BH-Träger, BH-Versteller. Je nachdem, wie stark man das haben möchte, dass es stützt oder wie schmal man obenrum auch ist, weil manchmal hat man ja eine große Brust, aber ist hier drumherum sehr, sehr schmal, kann man das eben stützend nochmal einstellen. Dann finde ich auch wahnsinnig gut, dass hier drin, innen drin nochmal so ein bisschen, so ein etwas dickerer Stoff drin ist, der das Ganze nochmal ein bisschen enger dran presst, was aber nicht eine flache Brust macht. Das hätte ich nämlich jetzt beim Cardio-BH gedacht. Ich weiß nicht, ob das allen so wichtig ist. Ich persönlich fand es wichtig, dass ich jetzt hier nicht den absoluten Flachland habe, weil dann fühle ich mich auch nicht unbedingt wohl. Ich persönlich möchte mich beim Sport wohlfühlen. Und deswegen habe ich mir den jetzt mal geholt und der war echt mega gut. Auch hier werde ich euch den unten verlinken. Ich wette, ähnliche werde ich definitiv finden. Ob es den dann für den Preis gibt, wie ich ihn gekauft habe, für 23 Euro, weiß ich natürlich nicht. So, dann kommen wir jetzt zu einem Liebling von mir. Und zwar ist es dieser Sport-BH. Ich finde es einfach so retro schon. Also ich finde das, oh, passt übrigens total gut gerade zu meinem Oberteil. Aber diese Aufschrift hier so groß drauf zu haben. Blackie, kannst du dich bitte hinsetzen? Wo fühlst du, dicker Hund? Los, sitz! Ich zeige ihn euch, wartet. Den habe ich aber nicht gekauft, den hatte ich schon, ne? Den hatte ich schon, den dicken Hund. Den dicken alten Bären. Jetzt kommt der zweite Hund auch noch. Komm her, Emu. Komm her. Wenn nicht du, du warst doch gerade schon. Und weiter geht's mit meinem persönlichen Highlight. Und zwar ist es dieser BH. Der ist so ein bisschen retro und passt gerade zufällig sehr, sehr gut zu meinem Oberteil. Ich finde das total genial, wenn hier so richtig fett der Name draufsteht. Bei Puma oder bei Nike finde ich das auch genial. Und es sind tatsächlich meine ersten teuren BHs, muss ich sagen, für den Sport. Ich habe sonst immer die auch nur von Lidl geholt oder so, die auch wirklich nicht schlecht sind. Aber ich wollte jetzt halt mir mal was gönnen, wenn ich den Sport ordentlich durchziehen möchte, was mir noch ein bisschen auch fashionmäßig sehr gut gefällt. Und der hier ist jetzt zum Beispiel auch ein High-Level-Trainings-BH, aber eben nicht für Cardio, sondern für zu Hause, wenn man halt Training macht oder im Studio, wo man eben jetzt nicht unbedingt springt, sondern wo man aber trotzdem intensiv trainiert. Also es ist so ein Mittelmedium, würde ich sagen, Sport-BH. Finde ich sehr, sehr gut, habe ich aber noch nicht getragen beim Sport, muss ich dazu sagen, weil ich jetzt halt erst Cardio-Training hatte, zweimal hintereinander. Aber ich finde den Stoff total schön, ich habe ihn auch schon anprobiert, ist super, super bequem. Hat hier halt auch so einen weichen Stoff beim Gummi, was mich immer stört, weil mich fängt es dann an zu jucken. Also ich muss bisher sagen, ich hätte vielleicht öfters mal etwas teurere BHs kaufen sollen für den Sport, damit eben wirklich nichts irgendwie Unangenehmes beim Sport. So, dann würde ich sagen, ich habe noch zwei Sachen bei Puma bestellt, aber ich möchte erstmal den sportlichen Teil beenden, bevor ich weitermache. Deshalb zeige ich euch jetzt hier meine Faszienrolle. Ich hätte vielleicht eine mit etwas weniger Haarknochen nehmen sollen. Da gibt es nämlich verschiedene Härtegrade. Ich wollte es aber erstmal ausprobieren, gerade für meine Oberschenkel zur Entspannung, weil nach dem Joggen habe ich halt doch so stramme Oberschenkel, dass mir das teilweise wehtut. Und ich meine jetzt nicht Muskelkater, dass ich gesagt habe, ich möchte nach dem Joggen, also heute zum Beispiel, noch ein Faszientraining für die Beine hinten ranhängen. Und habe mir diese jetzt hier geholt. Die ist tatsächlich von Aldi. Die gibt es aber auch bei Lidl, bei Netto Schwarz gibt es die auch oder online. Also ich werde euch definitiv mal ein paar unten verlinken. Ihr könnt euch dann raussuchen, welche euch am besten gefällt, welche euch am ehesten zusagt. Achtet nur darauf, dass die am Anfang vielleicht nicht ganz so hart ist wie jetzt meine und so einen tiefen Noppen hat. Ich glaube, ich hätte mit einer flachen anfangen sollen, aber ist nicht so schlimm, kann ich mir immer noch besorgen. Die hat auf jeden Fall 8,99 € gekostet. Jetzt machen wir weiter mit dem, was hier hinten steht und das ist jetzt auch keine Werbung in dem Sinne, dass ich das gesponsert bekommen hätte, sondern ich habe gesagt, ich möchte es einfach mal probieren, dass ich ein Whey finde oder ein Proteinpulver finde, was auch mega gut schmeckt und alle haben im Internet vom Geschmack her dieses hier gelobt und zwar ist das Smacktastic von Rocker Nutrition, Entschuldigung, hat mir jetzt hier eine kleine Packung geholt, weil ich eben diese großen nie so richtig leer bekomme und ich mir sage, ich möchte lieber mehrere kleine Packungen haben, als gleich so eine große. Denn bei MyFitShape braucht man gar nicht so viel Proteinpulver oder theoretisch gar nicht, also für ein, zwei Rezepte vielleicht. Und ich habe mir jetzt die Sorte Kiddie-Schoko rausgesucht, also Kinderschokolade und habe es heute das erste Mal gegessen in einem
Art Porridge und es war so geil. Es schmeckt zwar nicht original meiner Meinung nach Kinderschokolade, aber es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr lecker. Und das Coole war, ich habe zwar recht lange auf meine Lieferung gewartet, weil ich ja zwischen den Jahren bestellt habe, was vollkommen normal ist, dass da nicht alles zeitgerecht ankommt, habe ich das hier noch als Zusatz bekommen, das Rocker Milk. Und das ist tatsächlich eine Sache, die für mich interessant werden könnte, weil eigentlich mag ich Whey Shakes und Protein Shakes nicht so sehr. Und das habe ich jetzt online gelesen, dass das halt wie eher ein Milchshake sein soll, steht ja logischerweise drauf, aber dass es eben nicht so dieses proteinhaltige Geschmacksding sein soll. Ich weiß es nicht, ich werde es definitiv probieren. Wenn es was für mich sein sollte, werde ich in Zukunft die hier bestellen, weil wie gesagt, ich mag eigentlich so eine Supplements nicht so sehr, habe es halt jetzt nur für ein, zwei Rezepte fürs Frühstück mir gekauft. Jetzt kommen wir zu Puma und, also nochmal, zu Puma, und zwar habe ich mir Schuhe geholt. Zwei Paar. Weil ich sie so toll finde. Und ich geier diesen Schuhen schon sehr, sehr lange hinterher. Wirklich sehr, sehr lange. Und habe die mir jetzt in zwei verschiedenen Farben geholt, weil es die in sehr, sehr vielen Farben gab. Und ich mir gesagt habe, okay, ich habe weder richtig tolle schwarze Schuhe, noch graue Schuhe. Und jetzt zeige ich euch mal die schwarzen. Die habe ich gestern getragen und oh mein Gott, sind die bequem. Also erstens, die sehen extrem cool aus und zweitens sind sie mega bequem. Die sind so cool. Ich werde euch nachher versuchen, noch ein Tragefoto oder ein Tragevideo reinzumachen. Es ist der Wahnsinn, man läuft wie auf Wolken. Das ist echt cool. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass man die hier vielleicht auch ein bisschen schmaler machen kann, weil ich bin an der Stelle am Fuß sehr schmal. Aber dennoch sind die super, super bequem und die waren jetzt für 40 Euro runtergesetzt. Und für 40 Euro kann man echt nichts sagen für einen ordentlichen, wirklich genialen Schuh. Sind mega leicht, also man kann mit denen auch Sport tatsächlich machen. Ich habe sie mir jetzt für den Privatzweck gekauft, werde sie aber bestimmt auch mal beim Training tragen. Allerdings joggen würde ich jetzt damit nicht, weil dafür sind sie halt wirklich wie auf Wolken. Aber sie sind einfach so, so schön. Ich finde die so toll. Und zeige euch jetzt mal noch die grauen. Mein Freund hat gesagt, sie sehen ein bisschen so aus wie aus einem Film. Ich lasse das mal so hingestellt. Ich finde sie so cool. Mega cool. Ich finde sie fast noch geiler als die schwarzen, muss ich echt sagen. Weil es so ein schönes Blaugrau ist. Ich hoffe, ihr seht das. Wahnsinnig cool. Ich habe jetzt hier das noch drin, weil ich habe diese tatsächlich noch nicht getragen. Ich habe gestern die schwarzen zum ersten Mal getragen. Die werden wahrscheinlich genauso bequem sein, würde ich jetzt vermuten, weil es ist das gleiche Modell. Hat aber hier vorne ein anderes Muster als die anderen. Die anderen haben hier ein Mesh-Muster und die hier haben jetzt hier so ein Neopren-Muster. Ich versuche das euch mal einzufangen in der Kamera. Wartet! Bam. Yep, doch, sieht man ganz gut. Also hier ist es mit dem Mesh und hier ist es so ein bisschen neoprenmäßig. Ich finde sie einfach absolut schön. Ja. Oh, guck mal, mein Nagellack passt auch dazu. Als ob ich es geahnt hätte, dass das alles so passieren würde. Ja, also das war jetzt mein diesjähriger Sport-Fitness-Einkauf. Es wird vielleicht nächsten Monat noch einer folgen. Aber dafür muss ich erstmal ordentlich was tun, damit ich mir das wieder verdient habe. Also ihr Lieben, mir steht jetzt nichts mehr im Weg, ich kann jetzt durchstarten. Freue mich natürlich, dass es diese Angebote immer wieder gibt. Werde natürlich bestimmt noch ein, zwei Sachen mehr kaufen demnächst. Immer wenn es Angebote gibt, hole ich mir dann auch mal was Neues dazu. Weil ich habe ja mein kleines Home-Studio hier zu Hause. Das kann ich euch gerne mal zeigen, wenn ihr Interesse daran habt. Also wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet oder vielleicht sogar coole ähnliche Sachen habt, die man online kaufen kann, dann schreibt mir das gerne in die Infobox. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hier drüben werde ich euch dann noch die Videos verlinken, die ich zuletzt hochgeladen habe. Und auch alle Informationen zu MyFitShape werde ich euch unten in die Infobox legen. Also ihr Süßen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!